Dank dem neuen Swiss-Tools, welches Ihnen ab ArchiCAD 26 zur Verfügung steht, haben Sie die Möglichkeit, die Gebäude mit Schraffuren für zum Beispiel Ihren Situationsplan zu füllen oder 3D-Flächen, 3D-Linien und Volumen direkt auf Ihre Freifläche zu übertragen. Wir öffnen hier im Möni Key Member das Swiss-Tools Flächenwerkzeug. Beim zweiten Button in der PET-Palette gelangen wir in die Einstellung des Flächenwerkzeuges. Hier definieren wir vorgängig unsere Flächenfavoriten. Im linken Bereich verwalten wir die Flächenfavoriten. Im rechten Bereich können wir die Flächenfavoriten definieren. Hier zum Beispiel beim Flächentyp können wir zwischen 2D-Schraffur, 3D-Flächen, 3D-Linien und Volumen wählen. Wir klicken auf den ersten Button und haben nun unsere Flächenfavoriten zur Auswahl. In diesem Dialogfenster stehen uns zwei Umwandlungsvarianten zur Verfügung. Bei der Ebenenumwandlung handelt es sich um einen Flächenfavoriten, welche beim Füllen der Flächen auf die zugewiesene Ebene des geschlossenen Polygons greifen. Bei Auswahl Umwandeln füllt es die Flächen, bei welchen die geschlossenen Polygone manuell ausgewählt wurden. Wir füllen in unserem Beispiel nun die Gebäude auf dem Situationsplan mit einer Fläche aus. Das heißt also, wir aktivieren alle Gebäudelinien und achten darauf, dass die Polygone geschlossen sind. Beim Flächenfavorit wählen wir Gebäudeflächen und wählen hier Auswahl Umwandeln. Mit einem Klick werden nun unsere ausgewählten Gebäude mit einer 2D-Schraffur gefüllt. Für weitere Informationen zu den Swiss-Tools klicken Sie hier in der PET-Palette auf das i. So gelangen Sie direkt auf unsere Homepage zu dieser Kurzhilfe.